Wo ist denn hier die Kamera? Hier ist die Kamera. Ja, hier sind wir. Sehe ich einigermaßen aus? Ich habe meinen eigenen Stil. Für mich gibt es keinen Klampert-Look. Ich bin immer gut frisiert und rasiert. Ich habe schon gesehen, dass einige der Teilnehmer mich als Führungsperson akzeptieren. Das tut einem natürlich gut. Viele Leute haben viel von mir gelernt, weil ich ja ein Gentleman bin und versuche mit Eleganz und Stil Situationen im Leben in richtiges Licht zu rücken. Ich teile mit dir das Bett. Für mich ist es easy. Da kommen gleich Gerüchte auf. Das kommt bei mir überhaupt nicht in Frage. Nein. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Nein. Ohne Scheiß, der sah 100% aus wie Dumbo. Ich fand sie irgendwo. Ah, Anita. Anita? Ich glaube, hier gibt es keine Ehebetten. Also bitte schön, Kinder. Also darum bitte ich wirklich nicht. Also das brauchen wir nicht. Klar. Es sind doch zwei Betten frei. Aber wenn die beiden zusammen... Das ist ein Pärchen. Nein, das geht überhaupt nicht. Was soll denn der Unsinn? Natürlich geht das. Die sind doch ein Paar. Auf der Straße. Ich kann mich nicht retten. Manchmal sprechen mich die Leute an. Kommt jemand daher? Hi, Walter, darf ich dich umarmen? Also jedes Kind kennt mich auf der Straße. Ich bin wirklich nicht egozentrisch, aber manchmal reicht es mir wirklich. Es ist wirklich nicht leicht, ein Star zu sein. Also so ein Quatsch. Ach, komm, hör doch jetzt auf. Also wenn jemand sagt, er kennt mich nicht, das ist genauso, wenn man sagt, ich kenne den amerikanischen Präsidenten nicht. Ich weiß nicht, wen Sie da gefragt haben, aber sicherlich keine RTL2-Zuschauer, das kann ich dir sagen. Reine Geldgier, reine Geldgeilheit, jetzt spreche ich das Wort auch mal aus. Walter? Auf jeden Fall 11 oder 12. Weiter? Warum? Ja, weil im Fernsehen kommt er saudumm rüber. Ich habe gedacht, um Gottes Willen, Walter, jetzt kommt hier ein Konkurrent. Und jetzt haben wir hier zwei Streithähne oder zwei Platzhirsche. Ich wollte mich im Namen aller Herren bei den Damen bedanken, weil ihr habt uns heute ganz köstlich versorgt. Und das ist natürlich eine kleine Überraschung. Auf Deutsch ein Walter-Surpreis wert. Ich glaube, dass die Kader bei ihrer Bewertung auch ein bisschen im Unterbewusstsein die Ästhetik der Männer beurteilt. Und deshalb habe ich mir die Haare geschnitten, weil... Irgendwann machen die sich sonst nicht mehr hübsch, weil wenn die keine Komplimente kriegen, dann denken die, warum soll ich mich denn hübsch machen? Mich sieht ja sowieso niemand. Das Spukhaus der Stars, um Gottes Willen. Ich hoffe, die Zigaretten kommen zurück, denn die Jenny und die Marumol haben genug geleidet. Wenn du ins Theater gehst, dann gehst du auch nicht mit dem Künstler, der auf der Bühne ist, der übernachtet nicht bei dir in der Wohnung. Und jetzt habe ich zufällig gehört, dass der heute Nacht hier übernachtet und dass er auch noch jemand Neues ist, der hier reinkommt, dass er auch noch safe ist. Ich weiß nicht, was das soll. Ich bin total verwirrt, echt. Und damit zu Walter. Leon möchte ihn von seinem Leiden erlösen. Walter. Komm, steh auf. Wirklich? Es ist eine Sauerei, den Damen die letzten Koffer abzunehmen. Die Jenny hat nicht mal einen BH, den sie anziehen kann. Was macht ihr denn mit uns? Sind wir Tiere hier oder wie behandelt ihr uns? Geht's noch? Also ich habe kein Problem damit, dass mich die Leute eitel nennen, denn Eitelkeit bedeutet ja auch Hygiene, gepflegt sein und immer gut aussehen. Ich wollte darum bitten, dass man mir die Walter-Surprise-Tasche wieder zurückgibt, weil da sind meine Überlebensutensilien drin, wie zum Beispiel meine Schlafbrille. Weil ich dürfte kein Pfefferminz mitnehmen und wenn ihr rauchen dürft, dann ist es unfair. Aber was brauchst du denn Pfefferminz? Damit ich immer gussfrisch bin. Auf dieses Comeback hätte sie lieber verzichten sollen, ja? Es ist jämmerlich, Leute, jämmerlich. Bailando kenne ich natürlich als alter Südländer und ich finde, es ist auch sehr natürlich. Also die Claudia, um Gottes Willen. Also das brauchen wir nicht. Es ist einfach Glück. Und insofern fand ich dieses Spiel heute ganz toll.